Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute fangen wir mit diesen wunderbaren Klassen an, von denen ich schon so oft erzählt habe. Und Klassen sind extrem stark und deswegen auch wirklich, es lohnt sich, die Dinger zu benutzen. Es ist vielleicht ein bisschen umständlich auf den ersten Blick, aber später wird es dann durchaus leichter. Wenn ihr richtig große Projekte habt, auf jeden Fall Klassen benutzen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Game habt oder sowas, braucht ihr dringend Klassen. Okay. Was ist eine Klasse? Ihr definiert euch mit einer Klasse sozusagen einen eigenen Datentyp. Also wenn wir uns bisher sowas geschrieben haben wie String ABC gleich DEF, dann ist String tatsächlich eine Klasse. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie darauf vertrauen, oh, mein C++ kann das alles ohne mich, sondern ihr könnt euch einfach sagen, hey, ich definiere mir jetzt meinen Datentyp selbst. Also Integer ist keine Klasse, aber String tatsächlich ist eine Klasse. Und so ziemlich alles, was ihr irgendwie in C++ verwenden werdet, ist vermutlich dann früher oder später mal eine Klasse. Okay, wie definiere ich mir so eine Klasse außerhalb von unserer Main logischerweise? Denn es ist sogar noch höher als eine Funktion. Eine Klasse enthält sogar Funktionen. Das heißt, wir müssen das hier oben drüber schreiben. Und wir werden noch andere Methoden sehen, wie man das schöner, sagen wir mal, organisieren kann, den Code. Das heißt, wir werden dann, wir werden es noch sehen. Okay, wir definieren uns jetzt hier erstmal eine Klasse und wir machen einfach ein ganz klassisches Beispiel. Okay, nein. Wir definieren jetzt hier eine Klasse und wir machen ein Standardbeispiel sozusagen. Wir definieren uns jetzt den Datentyp Kreis. Und dazu machen wir hier erstmal geschweifte Klammern auf, so in etwa, als wollten wir uns jetzt gerade irgendwie eine Funktion ohne Parameter definieren, mit dem falschen Schlüsselwort. Okay, naja, egal. Was wir jetzt hier oben als erstes hinschreiben müssen, und zu diesem Public werde ich noch früher oder später mehr sagen, da gibt es nämlich auch noch Private und Protected, aber dazu später mehr. Wir werden jetzt einfach mal alles grundsätzlich Public machen. Und was wir jetzt hier reinschreiben, sind die Eigenschaften, die ein Kreis hat. Was hat ein Kreis an Eigenschaften? Naja, ein Kreis hat normalerweise einen Mittelpunkt, den werde ich jetzt hier mal getrost unter den Tisch fallen lassen. Aber was er auch hat, ist ein Radius. Und der Radius ist normalerweise ein Float. Okay, also Float, Radius. Wobei man die eigentlich klein schreiben sollte. Genau. So, und jetzt hat mein Kreis ein Radius. Was wichtig ist noch zu erwähnen, ist hier, dass dieser Kreis tatsächlich kein fester Kreis ist. Der kann einfach einen Radius von 5 haben oder ein anderer Kreis mit einem Radius von 200 oder sowas. Das sind ja alles Kreise. Ist ja völlig egal, wie groß der Radius ist, aber er braucht tatsächlich den Radius. Sonst ist es kein Kreis. Okay, das heißt, wir erstellen jetzt hier gerade einen Prototypen sozusagen, einen Blueprint von einem Kreis. Und später werden wir diesen Blueprint füllen mit Werten, also wir werden diesen Radius konkret zuweisen und kriegen dann einen konkreten Kreis zurück. Okay, das hat sich jetzt erstmal komisch angehört, aber es ist gar nicht so schlimm. So, was wir noch machen können ist, wir können hier, keine Ahnung, zum Beispiel die Fläche berechnen lassen. Eine Fläche ist normalerweise dann auch ein Float, Float-Fläche. Und die Fläche ist ja eigentlich eine Funktion, die wird ja berechnet aus dem Radius. Wir können jetzt hier nicht einfach wieder die Fläche zuweisen fest, sondern wir könnten die Fläche berechnen lassen aus diesem Radius raus. Okay, so, wie machen wir denn das jetzt? Naja, wir sagen ganz einfach, du, eine Fläche berechnet sich folgendermaßen, die braucht keine Parameter hier, denn Pi können wir einfach fest annehmen, das ist eine Konstante und es ist eine Funktion. Also sagen wir hier, okay, Fläche ist eine Funktion, das hier oben ist einfach eine Variable, also eine Eigenschaft und das hier ist eine Funktion, die zu diesem Kreis dazugehört. Denn dieser Kreis hat ja offensichtlich einen festen Radius und aus diesem Radius kann ich mit meiner Funktion oder meiner Methode Fläche, wie man sie nennt, eben die Fläche berechnen. Also, wir berechnen jetzt hier drin einfach erstmal die Fläche und die berechnet sich aus Pi. Pi finden wir über den Include. Ihr könnt euch das natürlich auch gerne selbst definieren. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Hashtag Include und dann math.h. So, da drin findet ihr die Konstante m-Pi, das ist Pi. Und in der Fläche geben wir jetzt einfach mal was zurück, nämlich return, also wie bei einer normalen Funktion auch, return m-Pi mal Radius. So. Und wichtig ist auch noch, dass wir hier hinten hinter die Klasse Kreis ein Semikolon setzen, dass wir sagen, okay, die Klasse ist abgeschlossen, hier hört sie auf. Also da reicht die geschweifte Klammer zu tatsächlich nicht, wir müssen hinten dran noch ein Semikolon setzen.
Okay, und jetzt haben wir sozusagen den Blueprint, zumindest einen kleinen Blueprint. Ihr könnt ihn natürlich auch noch vergrößern und irgendwie den Umfang berechnen oder sowas oder ihn verschieben oder größer machen, kleiner machen. All diese Sachen könnt ihr alle machen, indem ihr hier einfach noch mehr einfügt. Und hier können wir jetzt tatsächlich in unserer Main diesen Kreis als Blueprint benutzen. Das heißt, wir können ein Objekt vom Typ Kreis definieren. Das machen wir, indem wir einfach schreiben Kreis. Wie nennen wir ihn? Nennen wir ihn einfach mal Frank. Also unser Kreis Frank, der heißt jetzt einfach mal Frank. Genau, aber er ist da tatsächlich ein Typ vom. Also Frank hat den Typen Kreis. Nicht irgendwie ein Integer oder, keine Ahnung, ein String oder sowas, sondern er ist jetzt unser eigener Kreis, den wir uns hier oben definiert haben. Und jetzt können wir den benutzen, indem wir einfach sagen, okay, ich hätte ganz gerne, dass Franks Radius, also Frank.radius, ist gleich 25, warum auch nicht? Mal was anderes wie 42 immer. Okay, und was machen wir jetzt? Nein, wir könnten zum Beispiel hier Hashtag include, nicht zwei Hashtags bitte, das solltest du ganz dringend unterlassen. Und dann hätte ich ganz gerne hier einfach IO-Stream. So. Okay, und jetzt kann ich zum Beispiel hier mir die Fläche ausgeben lassen, ohne dass ich noch irgendwas mache. Das heißt, ich kann hier einfach, also hier ist auch wichtig, dass ich über diesen Punkt gegangen bin. Ich weise wirklich dem spezifischen Kreis Frank den Radius 25 zu. Nicht allen Kreisen, sondern nur dem Frank. Und der bekommt jetzt hier dadurch den Radius auf 25 gesetzt. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach sagen, okay, Franks Fläche wird mir jetzt ausgegeben. Das heißt, ich benutze Cout. Ups. Und gebe jetzt Franks Fläche aus, indem ich sage Frank.Fläche. Klammer, Klammer, Semikolon. Das ist wie eine eigene Funktion hier, nur dass sie auf dem Kreis aufgerufen wird, auf dem spezifischen Kreis. Nicht auf Kreis.Fläche, sondern auf dem konkreten Kreis, der den Radius 25 hat. Wir werden uns gleich noch genauer damit beschäftigen. Okay, wenn ich das jetzt hier mache, dann kommt hier als Fläche das hier raus, was auch immer oder warum auch immer das richtig oder falsch ist, ihr könnt es gerne nachrechnen. Keine Ahnung, sollte eigentlich stimmen. Okay, so warum habe ich jetzt hier konkret Frank benutzt? Naja, ich könnte ja noch einen zweiten Kreis haben. Vielleicht habe ich einfach noch einen Kreis Hans-Peter. Ups. Und der Hans-Peter, der hat einen anderen Radius. Der ist nämlich größer als der Frank. Sagen wir einfach mal, Hans-Peter hat den Radius 1337. Jetzt doch wieder zu den Standardwerten zurück. Okay, und jetzt kann ich natürlich mir hier aussuchen, ob ich Hans-Peters Fläche oder die Fläche von hier Frank zurückgebe. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch sagen, nee, wobei, warum, nee, wir machen das anders. Wir machen hier unten einfach noch ein Cout. Ups. Was geben wir denn hier aus? Hans-Peters, ups, Fläche ist. So, und dann können wir hier einfach mal dann noch die Fläche, Hans-Peter. Punkt. So, und jetzt können wir hier wieder die Funktion aufrufen, aber dieses Mal rufen wir eigentlich eine andere Funktion auf als bislang. Das heißt, wenn wir jetzt hier Fläche aufrufen, Klammer, Klammer, Semikolon, dann sehen wir, dass Hans-Peters Fläche, ja, gut, verdammt groß ist, weil er ja einen riesigen Radius hat und die andere ist nicht ganz so groß. Warum ist das jetzt so, dass wir zwei unterschiedliche Flächen haben? Ich meine, wir haben ja jedes Mal dieselbe Funktion aufgerufen. Nein, das liegt daran, dass das eigentlich eine Methode ist und keine Funktion. Denn die ist wirklich abhängig von dem, was vorne dran steht. Also Hans-Peter hat den Radius 1337. Und das wird mir hier jetzt tatsächlich drin gespeichert. In Hans-Peter drin ist es gespeichert. In diesem Radius, speziell von Hans-Peter, steht 1337. Aber in dem Radius von Frank steht nur 25 drin. Und dann haben wir tatsächlich was anderes hier, wenn wir das benutzen. Denn der Radius ist immer der, der in der Variable drin gespeichert ist. Und ja, wir haben hier sozusagen für jeden Kreis, den wir hier uns definieren, haben wir eine eigene Variable Radius definiert innerhalb dieses Kreises. Das heißt, jeder Kreis hält sich eine Variable Radius, also eine eigene Variable Radius und kann dann logischerweise auch hier als Ergebnis von den ganzen Methoden andere Ergebnisse rausbekommen. Also zum Beispiel auch der Umfang oder sowas, das wären dann auch andere Ergebnisse. Also es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Objekte, die wir hier benutzen. Und das ist in etwa so, als hättet ihr euch ein Integer A definiert, der ist 25 und ein Integer B, der ist 1337. So, und jetzt habt ihr halt eure Fläche immer davon abhängig gemacht, was jetzt in dem jeweiligen Dings drin steht.
Und ja, sozusagen zwei komplett unabhängige Objekte voneinander, nur dass die jetzt eben auch noch eigene Methoden haben können, die dann wiederum alles, was hier drin steht, benutzen. Okay, das ist jetzt mal sozusagen die Grundlage zur Objektorientierung. Damit könnt ihr schon sehr, sehr viel machen. Aber ich würde euch empfehlen, noch ein bisschen dabei zu bleiben, denn es kommen noch viele andere Sachen, die euch noch mehr Möglichkeiten geben. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!